Hi ho und willkommen zurück hier bei Monster Hunter 4 Ultimate für den Nintendo 3DS. Beim letzten Mal haben wir den Assjägern geholfen, gegen Gormagala zu bestehen. Beziehungsweise die haben eigentlich gar nichts gemacht, die sind irgendwie nur am Rumhechten gewesen und dachten sich so, jo, mach mal. Und jetzt haben wir die glorreiche Aufgabe gekriegt, Gormagala nochmal zu machen. Also eigentlich in dem Sinne jetzt mal wirklich zu besiegen, wir haben es ja immer nur vertrieben. Und wie ich schon in meinem Neujahrs-Ankündigungsvideo gesagt habe, wir haben jetzt heute, wenn das Video online geht, den 1.1.2016. Ich will im neuen Jahr ein paar Leute mit in Projekte involvieren und habe das hiermit getan. Und zwar ist dabei der gute Psycho Chu. Wer mich kennt, weiß, was ich mache, aber ich glaube, ihr kennt mich alle nicht. Denn will ich jetzt. Jetzt können mich die Leute. Oh, hier draußen ist gerade übelstes Feuerwerk. Ist egal. Das ist Silvester. Wir nehmen gerade am Silvester auf, kann man ja so sagen. Wenn Feuerwerk da ist, deal with it. Kann man natürlich mit leben. Zu Gormagala passt das eigentlich ganz gut. Genau, wir feiern jetzt, dass wir Gormagala besiegen. Endlich! Das schrecklichste Monster der Schrecklichen. Genau. Warte kurz, du kannst gleich weiter erzählen. Ich will nur kurz hier die Quest vorlesen, ne? Und zwar sagt der Gildenmeister, ein Gormagala treibt in der Ahnensteppe sein Unwesen. Die seltsamen Schuppen, die er überall verliert, drohen alle Dörfer in Panik zu versetzen. Bitte sag, dass du etwas unternimmst und die Lage rettest. Nö, ich geh Silvester feiern. Tschüss. So, das Beste, was man machen kann. Genau. So, jetzt kannst du erstmal sagen, ich werde dir eh nochmal die Vorbereitung treffen. Du kannst mir dessen erzählen, wer du dann bist. Dann werde ich einfach mal hier so ein bisschen rumspammen und sagen und machen und tun. Also, wie schon anfangs erwähnt, ich bin Psycho Chu. Ich habe dieses Jahr im Herbst mit den Let's Plays angefangen auf meinem Kanal, Psycho Chu. Ach. Naja, es gibt auch Leute, die heißen so. Stimmt, und so, aber der Kanal heißt ganz anders. Stimmt. Naja, wenn es so Partnerkanäle sind, ne, dann hat man ja... Unter anderem zum Beispiel. Genau, dann hat man ja mehrere Leute, aber sein Kanal, ja gut. Genau. Und ich habe derzeit 22 Abonnenten. Nicht viel, aber kann man mit leben. Und ja, ich habe mich hauptsächlich derzeit auf Pokémon spezialisiert. Also mein erstes Let's Play war die gelbe Edition von Pokémon, was ich auch komplett abgeschlossen habe. Was auch sehr lustig war, muss ich hier an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ich habe mir auch einiges davon angeguckt, besonders gegen Mewtwo. Ich erinnere mich immer noch an die Stelle, wo du da so schön das Pokémon lobst und sagst, boah, das ist so ein Must-Have-Pokémon, das muss man haben. Und so ein Hyperball ist gar nicht so leicht, den da einzufangen, und dann wirfst du den und, jo. Bestes Monster. Einfach mal mit 70% KP und eingeschläfert, einfach mal gefangen, natürlich. Ja, und warum? Einfach, weil ich es kann. Es dachte ich so, ach, screw you, ich komme einfach mit. Ja, es hat Respekt vor mir gehabt, vor mein Hypno-Level 50 oder so. Weil dein stärkstes, ne? Das war, glaube ich, Level 65 oder so, oder weiß ich oder gar nicht. Oder so Level 65, oder auf jeden Fall nicht 70. Level 70. Achso, Level 70 auf jeden Fall nicht, oder wie? Nein. Also mein ganzes Team war definitiv schwächer als Mewtwo. Sehr gut. Deswegen, ich habe auch eher damit gerechnet, dass ich draufgehe am Ende. Aber, hat sich doch gelohnt alles. Genau, der liebe Psycho Chu ist auch bei mir in der Infobox unten verlinkt. Mit ganz tollen Haaren. Ist ja genau. Ist ja normal bei mir. Das mache ich ja immer so. Obwohl ich es bei Sachen wie Bildern immer vergessen habe. Das tut mir auch immer noch leid. Na gut, das kann passieren, kann passieren. Man denkt ja nicht an alles. Richtig, so. In seinem jugendlichen Leichtsinn. Das ist nämlich das Problem jetzt, ne? Du weißt ja auch, mein Monitor ist kaputt. Jetzt muss ich, das siehst du jetzt ja nicht, ne? Das ist dir auch relativ egal. Aber ich muss jetzt das Bild hier wechseln, dass die Leute auch ein Bild haben. Das darf ich jetzt nicht vergessen, wenn wir hier zu zweit sind. Dass ich das irgendwie, das ganze Gequatsche, irgendwie so bei belasse, dass die Leute die ganze Zeit die zwei Bildschirme haben. Die wollen ja nur sehen, was hier passiert auf dem Hauptbildschirm, so. Der Rest interessiert nicht. Genau. Völlig jetzt egal. Haben wir, das ist das nächste Problem, da wir jetzt Gormagala besiegen, kommt hier nochmal so eine kleine Sprechszene, sage ich mal. Ich lese das jetzt einfach mal vor, ich hoffe, das stört dich nicht. Alles okay. Wir können mitten im Kampf oder mit einem Kampf kannst du dann mehr erzählen, weil ich dann mich konzentrieren muss. Naja, ich kenne ja Monster Hunter, da ist ein bisschen mehr mit Geschichte, stellenweise, jedenfalls in 4 also Ultimate. In diesem Teil, genau, wollte ich gerade sagen, in alten Teilen. Das ist schon erstaunlich. 3 Ultimate ging es auch noch.
Mit Story war auch okay, aber davor, das war. Ja, davor nicht, aber hier haben sie jetzt schon einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, was das betrifft. Um das nochmal kurz aufzugreifen, denn auf der PS2-Version war es wirklich nur so: Ich ist Monster, besiegt das. Fertig. Punkt Ende. So auf den Punkt gebracht, so alles klar, mache ich. So, okay, die Gildenjungfer sagt: Oh wow, da ist er. Der legendäre Gormagala. Er weiß, wie man eine Show abzieht. Oder ein Jäger. Wie dich. Okay, das ist deine Chance, zu beweisen, was in dir steckt. Na, Kritzel, dein Glückstag heute, was? Oh Gott, jetzt kommt die schon wieder. Die hat Ewigkeiten nichts gesagt und jetzt kommt die wieder zurück. Verprügel das Ding mal ordentlich im Namen aller auf der Schwertwahl. Wir stehen immer hinter dir, Sir. Ganz weit hinter dir, wo es sicher ist. Na, sehr gut. Stirb nicht. Kommen Sie lebendig zurück, Jäger. Das Essen geht heute auf meine Rechnung, wenn Sie nicht selbst zum Essen werden. Ja, das befürchte ich leider auch. Ich befürchte leider, dass ich jetzt übelst verspeist werde. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber es werden Zenny auf dich gewettet. Weil viele, viele Spieler, ne, kann ich das auch nochmal zeigen, damals in meinem alten Monster Hunter Tri-Projekt haben die gesagt, Z heißt doch nicht Zenny. Zenny ist die Währung von Dragon Ball. Nein, Mann, da steht's. Ausrufezeichen, dickfett markieren. Genau, das habe ich schon so oft gesagt zu den Leuten. Das ist Zenny. Das ist halt so eine, die japanische Spielewährung. Das benutzen die halt oft. Deswegen, im Prinzip ja, eigentlich überall. Deswegen raff ich nicht, warum die Leute sagen, das ist nur eine Dragon Ball-Währung. Na egal. Hol sie dir, Jäger, du bist die Hoffnung der Gilde. Die Jägerasse setzen auf dich, so wie alle anderen. Wie wir alle wissen, dass du genau der Richtige für diese Aufgabe bist. So jetzt. Zeitlimit 50 Minuten. Genau. Kennst du denn die Gebiete noch nicht, dass du eine Karte brauchst? Ich nehme immer alles mit. Aber ja. Ahnsteppe finde ich geht noch. Aber später, so, ich spiele das ja, wie gesagt, das wissen ja auch meine Zuschauer, ich spiele das Spiel ja privat gar nicht mehr so. Ich spiele das wirklich nur im Livestream, so jetzt hier, ne, im Let's Play, damit ich die Lust nicht daran verliere. Und wenn ich das wirklich 24/7 spielen würde, dann, ne, tschüss. Irgendwann dreht man auch durch. Dann hast du keine Lust mehr aufzunehmen, ne? Weil du denkst, oh, schon wieder das. Ja, ich meine, wenn man denn natürlich gerade Lust hat, dann nimmt man eben 5-6 Stunden am Stück auf. Ne? Kann man zur Not auch noch machen. Richtig. Auch wenn man dann irgendwann nicht mehr weiß, was man sagen soll. Ja, korrekt. Und deswegen ne, spiele ich das hier nur so. Und dann, klar, kenne ich dann einige Gebiete nicht. Ahnsteppe kenne ich jetzt ja mittlerweile schon auswendig. Da die, da ich das ja zu dem Zeitpunkt oft gespielt habe, das Spiel. Jetzt langsam weiß, was ist, aber ich nehme halt immer alles mit, auch für die Leute, die halt zugucken, ne, die sich jetzt zum Beispiel auch nicht so auskennen. Mache ich aber auch grundsätzlich immer. Wo ich langrenne. So. Zur Sicherheit alleine schon. Gut, wenn ich das jetzt hier suche, ich weiß nicht, ob gleich eine Sequenz kommt. Wenn eine kommt, dann müssen wir beide mal kurz still sein, bis die Sequenz zu Ende ist. Ja, dann mute ich einfach das Mikro und dann funktioniert das schon. Genau, und dann können wir auf jeden Fall gleich weiterreden. Erstmal gucken. Ich muss mal gespannt sein, wo das ist. Ich weiß es halt nicht, wo es gerade sich befindet. Ja, das habe ich auch, das habe ich mal irgendwo gehabt. Da habe ich 3 Stunden gefühlt nach dem einen Monster gesucht. Und ich habe es einfach nicht gefunden. Genau. Hier, ist es hier? Nee. Auch nicht. Schlag sie, dann hast du ein Ei. Genau. Das gibt's nur, wenn man sie erschreckt, ne? Ja. Das Ei. Ja, weil hier, guck mal, jetzt hat er mir zum Beispiel... Oh. Au. Sehr gut, der Teil. Den Po ins Gesicht. Wer wünscht sich das nicht? Oh Mann. Ich wollte schon immer mal so ein Hinterteil im Gesicht haben. Ja, so Feder, irgendwas Gagwa, mit G, ne? Gagwa sind das. Ah, genau. So. Hm. Das ist, ist weg. Denn? Ja, besiegt, Leute. Fertig, fest zu Ende. Instant. Ne, hier war ich jetzt auch schon. Also kann es ja nur noch in 7 sein, theoretisch, also so Ausschlussverfahren. Oder es kommt gar keine Sequenz und es fliegt hier schon hin und her. Das kann natürlich auch sein, weil man es halt ja an sich schon oft genug gesehen hat eigentlich, ne? Ja, es kam, ja richtig, es kamen schon so viele Sequenzen. Ich meine, jetzt hier noch eine Einleitung zu machen, wäre unnötig, aber es ist halt das Flaggschiff-Monster, nenne ich es mal, auf der Verpackung halt drauf, ne? Ja. Ich glaube, das kann man nicht genug würdigen. Jedenfalls deswegen, bei in der japanischen Version. Bei uns haben wir ja Serigios, glaube ich, ne? Ja, genau. Stimmt. Ja, hast recht. Hab ich vergessen. Muss man ja erwähnen, dass die unterschiedliche Cover haben. So, jetzt aber. Hier müsste es jetzt aber sein.
immer voll gemein, dass man hier voll reingeschmissen wird jedes Mal in den Kampf. Vor allem fängt er gleich in seinem Rage-Modus an. Richtig, ist ja richtig fies, wollte ich auch gerade sagen, so, dass wir eigentlich gerade ein bisschen unfair sind. Aber gut, wir haben die OP-Waffe. Was hast du denn? Charge Blade, das sehe ich. Genau, die Energieklinge. Und das Coole daran ist, dass wir, das hast du ja nicht gesehen, weil die Folge ist jetzt gerade erst online gegangen. Du bist ja hier, du kannst die gerade nicht gucken. Und die Energieklinge hat bei den Jägerassen, als wir Erkundung gemacht haben, das Gormagala einfach mit dieser Energieentladung vertrieben. War einfach instant weg. Sehr gut. Ja, ich habe so lange drauf rumgehauen, dass es dann zufällig hingefallen ist. Dann hatte ich halt die Zeit, diese Entladung zu machen. Und dann war es weg. Dann stand da, jo, hast vertrieben. Läuft doch. Ich hatte gefühlt total Probleme gegen das Vieh. Ja. Im ersten Mal. Die Energieklinge hast du auch schon mal gekämpft, oder? Ja, aber vorzüglich kämpfe ich mit der Insektenglewe. So, na, ist ja auch so meine Lieblingswaffe. Bin bloß auf die Energieklinge gekommen, weil ich am Ende, wo ich das privat häufig gespielt habe, die ganz schön cool fand. Ich fand auch damals die Morph-Axt zu Monster Hunter Tri-Zeiten sehr gut. Und fand halt die habe ich auch immer gehabt. Genau, fand halt diese, oh Gott, jetzt hat es mich hier voll eingekerkert. Fand halt diese Elemententladung, die es mal an sich gab, so richtig cool. Das war immer so dieser Killing-Move für mich. Ich mag das, wenn man so in irgendwelchen Spielen so Finisher-Moves halt hat, ne? Und dann, wo ich dann gesehen habe, so Energieklinge, richtig cool, kannst dich verteidigen in diesem Schwert-Schild-Modus, hast schnelle Angriffe und kannst eine Axt haben und die hat auch so eine Entladung und die hat sogar von der Gewehrlanze, die ich auch sehr gut finde, noch so eine kleine Explosion. Das macht die für mich sehr ansprechend. Ja, also an sich, damit haben sie wirklich definitiv zwei neue richtig geile Waffen gemacht. Also ich, erstmal überhaupt darauf zu kommen, finde ich, also ich war damals schon, ich glaube, die Morph-Axt gab es ja auch noch gar nicht von Anfang an, ne? Die gab es seit Monster Hunter 3, also Tri, diese Wii-Version, ja, ne? Da kam genau. Die erst dazu und dann haben sie da, das war für mich eigentlich das enttäuschendste Spiel, muss ich sagen, der Monster Hunter-Reihe. Weil sie A dann plötzlich von, ne, weil man kannte ja hier in Europa Freedom Unite, der letzte Monster hatte halt voll viele Monster, voll viele Waffen, richtig krass G-Rank und sowas, ne, dass du hier neben dem High-Rank noch einen weiteren hast, wo du Rüstungen zusammen kannst, noch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ja, wie es in Ultimate hier jetzt auch ist. Genau, und dann kam Monster Hunter 3 nach Europa, dann war wieder alles wie Monster Hunter PS2-Version. Du konntest nur bis zum High-Rank spielen, hattest richtig wenig Monster. Viele Monster waren ja auch weg, ne? Haben ja nur Rathalos und Rathian und Diablos behalten. Mhm. Die drei waren die, die man kannte. Natürlich noch die kleinen Monster, ne? Sowas wie Kelbis und so, das ist aber klar. Das lasse ich mal weg. Rede jetzt mal nur von den ganzen Großen. Und ja, und dann hattest du die besten Waffen nicht mehr. So Doppelkling, glaube ich, haben sie da rausgenommen. Ja, das haben sie rausgenommen. Die haben den Bogen rausgenommen gehabt. Weil da haben die fast eigentlich gar nichts drin gehabt, wenn man so will. Also wenn man das verglichen hat, wo ich denn, ich habe ja damals mit Monster Hunter Tri angefangen erst. Mhm. Ne, also ich bin noch gar nicht so lange Monster Hunter Fan. Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Und als ich das gespielt hatte, ich habe mir bei dem Spiel natürlich schon gedacht, oh verdammt, ist das geil. Ne, und dann habe ich Tri Ultimate damals gespielt gehabt und da habe ich gedacht, oh, das ist ja um einiges geiler. Auch haben's geschafft. Und seitdem Infektion gerade zu überwinden. Ja, erzähl weiter. Und seitdem haben sie mich dann gepackt. Seitdem bin ich. Ja, wie gesagt, ich hätte das Spiel persönlich selber auch nie entdeckt. Hätte damals nicht ein Klassenkamerad, der Draken, den die Leute ja hier kennen, die anderen Projekte verfolgt haben, der hat doch schon bei Tri mitgemacht damals. Wenn der mir nicht damals gesagt hätte zu der PS2-Zeit, hier gibt's ein richtig geiles Spiel, du spielst zurzeit alleine, kann man online zocken, würde ich cool finden, wenn du mitspielst. So. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn das? Und wir hatten hier, ich weiß nicht, ob du dich hier in der Umgebung auskennst, sag ich mal hier, wo wir wohnen. Dann gab es hier in meinem Stadtteil noch eine Videothek, die ist jetzt nicht mehr da. Ach ja, die war leider. Kenne ich noch. Genau, die war geschlossen worden. Und da hat er mir gesagt, leih dir das mal aus. Und dann können wir zusammen zocken. Da habe ich mir das ausgeliehen und sofort instant, ne, danach gekauft. Das war sofort drin für mich. So und so bin ich halt darauf gekommen, ne? Und hab halt Glück, sag ich mal, dass ich die Anfänge komplett miterlebt habe. So, aber nur weil halt ein Kumpel, ne, mich drauf gebracht hat. Ja, so im Prinzip war das ja bei mir auch. Ich habe mir halt damals die Wii gekauft und ein Kumpel auch und der hat sich das Spiel dann gleich dazu geholt. Und dann bin ich mal bei ihm gewesen, er hat ein bisschen gezockt und ich so, was ist das denn? Das ist ja geil.
Naja, ich hätte auch nie gedacht, dass es sowas gibt, ne? Auch damals schon. Ja. Man kannte ja bloß so RPGs und so, aber so richtiges Hack-and-Slay-Action-Time-Battle-Gedöns. Wo Action-Time-Battle schon wieder was anderes ist, wie spielen wir Final Fantasy 7. Naja, aber Echtzeit, naja, Echtzeit auch nicht, aber so, wie sagt man das? Einfach draufkloppen. Ja, Hack-and-Slay ist das eigentlich so meist. Und das fand ich auch ganz interessant. Und als extra natürlich noch dazu, wenn du die Monster oft genug besiegt hast, dass du genügend Gegenstände gesammelt hast, um dir die Rüstung zu machen. Die ja auch natürlich jetzt mit verbesserter Grafik immer fetter aussehen. Also finde ich persönlich. Ja. Ich lege nicht so viel Wert auf Grafik, boah, aber. Wombo-Kombo. Ja, und das war's. Ich glaube, ich bin tot. Nein! Wenn ich jetzt nicht schaffe, richtig auszuweichen. Eieieiei. Das dreht aber auch so ziemlich durch, ne? So ein bisschen. Ja, gerade in dem, weil, hast du ihn überhaupt schon mal aus dem Rage-Modus jetzt rausgehabt? Nee, der ist die ganze Zeit da drin, aber ich wechsle mal das Gebiet. Das ist übrigens ein guter Tipp für alle Jäger, sage ich mal so, die Probleme mit Monstern haben, falls ihr richtig niedrig in der Gesundheit seid, einfach rausgehen, einfach Gebiet wechseln. Meistens passiert das ja eh instant, wenn man rollt und am Gebietrand ist. Genau. Zufällig. Und ihr habt ja halt genug Zeit, so wie ich jetzt zum Beispiel eure ganzen Sachen auf Vordermann zu bringen, weil wie man sieht, meine Waffe ist schon wieder gelb gewesen. Zack, jetzt ist sie grün. Ich bin nämlich an manchen Sachen schon abgeprallt. Die Waffenschärfe bestimmt nämlich auch die Waffenstärke, das darf man nämlich auch nicht vergessen. Auch und wenn man je nachdem auch, wie du durch die Monster kommst. Genau, und wenn du, selbst wenn du noch eine Schärfe, was weiß ich, du fällst zwei Schärfen runter, sage ich mal, bei der Waffe, kommst trotzdem noch durch das Monster durch, machst du aber nicht den Schaden, als wenn die Waffe komplett scharf wäre. Das vergessen halt viele, weil die Schärfe, klar, du kommst zwar durch, du kannst bestimmte Resistenzen, sag ich mal, des Monsters durchdringen, aber du kannst dir so vorstellen wie so ein Messer. Ne? Wenn du durch ein Fleisch schneidest, sag ich mal, mit einem Messer, das ist richtig scharf, machst du halt mehr, geht halt schneller, ne? Machst halt so gesehen mehr Schaden an dem Fleisch. Hört sich jetzt doof an. Verdammt, es blutet. Ach nee, das ist meins. So, wir können ja nochmal sonst erzählen, bevor die Leute das wieder fragen, weil das war bei Shadow damals auch immer so. Können wir das nämlich gleich hier klären. Wenn die Leute jetzt wieder wissen wollen, oh, ich bin rausgeflogen, cool. Instant. Nee, der DS ist aus. Wieso ist der DS aus? Was? Der DS ist ausgegangen. Nein, warum? Warte, ich guck nach. Das Spiel dürfte pausiert haben, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt beim DS ist. Okay, ich hab was gesehen. Naja, ich hab's wieder angemacht. Wahrscheinlich Akku leer. Nee, hat er nicht pausiert, ne? Nein. Ist nicht so schlimm. Sehr gut. Wir machen das jetzt einfach durchgängig. Wir ziehen das jetzt einfach durch, bis es tot ist. Ich werde jetzt hier einen Schnitt setzen. Und dann sehen wir uns gleich im Kampf wieder. So, und da sind wir wieder zurück. Mensch, Mattox, bist du so gut, dass du ihn schon wieder besiegst? Ja, ich bin so gut, dass ich jetzt aufs Gesicht kriege. So, wo ich eigentlich stehen geblieben war, damit sie auch guten Anschluss findet, bevor die Frage auftaucht, weil es bei Shadow damals so oft war, wie haben wir uns überhaupt kennengelernt? Und die Geschichte ist eigentlich ganz witzig. Und zwar eines Weihnachtsabends. Das hört sich so blöd an, ne? Wir erzählen eine Weihnachtsgeschichte. Genau, wir erzählen jetzt eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte. Eines Weihnachtsabends, da gab es so einen Typen, ich nenne ihn mal Schmantox. Ne? So, der hat sich gedacht, erstmal muss man die Energieklinge aufladen, bevor man die überhaupt chargen kann, dann wäre das ganz cool. Der hat sich gedacht, Mensch, es ist Weihnachten, Zeit der Besinnlichkeit, schreib's mal deinen alten Freunden frohes Weihnachten und sowas. Dann habe ich allen Kontakten, dieser Schmantox, nicht ich, sorry, ich verwechsle mich immer mit diesem Typen. Der hat dann sich gedacht, komm, schreibe ich allen, hat er auch gemacht. Und hat dann von einer Person eine Antwort gekriegt, von der er das eigentlich überhaupt nicht erwartet hätte. Weil dieser Schmantox mit dieser Person schon 4 Jahre lang nicht geschrieben hat. Und diese Person war nicht der Psycho Chu, muss man an dieser Stelle sagen, weil den Psycho Chu kenne ich leider erst nur seit Weihnachten. Also ungefähr jetzt eine Woche. Genau. Und diese Person war aber, ich sag den Namen jetzt nicht, aber halt seine Freundin. Und mit der hatte ich halt
vor 4 Jahren ungefähr das letzte Mal oder eigentlich noch länger. Vor vier Jahren haben wir das letzte Mal geschrieben, aber fast 10 Jahre haben wir uns nicht mehr gesehen und sind halt ins Gespräch gekommen und irgendwann kam dann halt der Knackpunkt, wo man natürlich über das Thema redet, das total aktuell ist heutzutage, Let's Plays. Einfach so, bam. Ja. Man hat sich über Interessen unterhalten und sowas, ne, was man so freizeitlich macht. Und dann kam halt so, ja, Videos schauen. Und dann, was schaust du denn? Was schaue ich denn? Und irgendwann kommt dann halt zur Sprache, ach ja, übrigens, hat sie dann gesagt, so, mein Freund, der macht auch diese Videos. Und ich dann so ganz versteckt so, aha, ich mag solche Videos. Und dann immer so richtig blöd gefragt, so, wie kommt man denn auf sowas? Ich verstehe das nicht. Und so, ist richtig bescheuert. So richtig geheimnistuerisch. Weil ich will halt nicht, oder ich wollte halt nicht zu dem Zeitpunkt, dass das so komisch rüberkommt, wenn ich sage, hör, mach ich auch. Ich hab schon 1300 und du? So, ich hasse das halt, wenn Leute sich daran messen, so. Ich hab schon 1 Million Abonnenten und was hast du? Ja, 2, genau. Du bist schlecht. Sowas halt, ne? Weil wie man bei dir zum Beispiel merkt, also meine persönliche Meinung, du hast gerade erst damit angefangen, machst das ja fast ein halbes Jahr jetzt, ne? Oder wie war das? Seit Mai? Ja, irgendwie seit Ende Sommer, Anfang Herbst, irgendwie so. Ja, so ungefähr und da merkt man halt, ne? Du hast gerade erst angefangen und trotzdem finde ich persönlich so Commentary her richtig gut. Oh, ich bin drauf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Commentary finde ich halt richtig, oh Gott. Richtig gut. Man hat nichts gesehen, weil der Felsen davor war. Deswegen konnte ich gerade nicht drücken, weil ich nicht gesehen habe, was es macht. Und auch deine Projekte, so dass du halt so Pokémon spielst und auch zum Beispiel Dragon Ball. Diese ganzen alten Sachen, die ich halt von damals halt kenne. Ne, für Leute, die da das auch so Erfahrung mit haben, sag ich mal, oder beziehungsweise es damals miterlebt haben. Wissen ja, was ich dann meine. Und da merkt man halt, das kommt halt nicht auf die Abo-Zahl an. Jeder fängt mal klein an, das ist ja nun mal so. Ist ja bei mir nicht anders. Ich würde ja auch nicht sagen, dass ich heutzutage wow, voll der Pro bin. Naja, ein bisschen bekannter bist du ja schon, ne? Aber ja, aber das ist halt, wie gesagt, bei mir auch nur der Zufall gewesen, ne? Ich habe halt auch durch diesen Kumpel, der mich auf Monster Hunter gebracht hat, der hat mir halt immer jetzt geholfen. Mit dem werde ich übrigens jetzt auch nächstes Jahr ein paar Projekte zusammen machen, weil der wohnt aktuell wieder hier. Der war ja in Japan eine lange Zeit. Echt? Der hat Sprachkurse gemacht und sowas. Die Sprache gelernt, da war jetzt 2 Jahre da. Ist dieses Jahr wieder zurückgekommen. Wollte eigentlich am Ende diesen Jahres wieder los, aber leider ist familiär bei ihm was dazwischen gekommen. Das erzähle ich dir nach der Aufnahme mal. Muss jetzt hier nicht mit rein. Deswegen bleibt er hier und da habe ich gesagt, komm, hey, dann nutzen wir das mal aus. Jetzt, wo ich auch alleine wohne, kann er hier auch mal öfters vorbeikommen, weil damals, wenn ich noch bei meinen Eltern war, war es ein bisschen blöd, ne? Hör, komm mal vorbei, lass mal was aufnehmen und so. Und dann die Eltern die ganze Zeit, ne, klopf, klopf, braucht ihr was? Klopf, klopf, was ist hier los und so. Du kannst Eltern ja schlecht erklären, hör, wir nehmen gerade auf, wir sind voll coole Dudes und so. Geht ja nicht. Auch die Jungen immer. Genau, und jetzt haben wir beide ja mehr Zeit, das viel besser zu planen, ne? Jetzt kann er hier vorbeikommen, wann er will und kann aufnehmen, was man will und so. Rumbrüllen, gut, das kann man nicht so unbedingt, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Richtig. Aber ich will auch mal nach Japan. Ja, kannst dich ja mal mit ihm außen, also kurz schließen. Er ist übrigens auch ein guter Freund von Mina Alex. Er hat mich, genau, er hat mich auf ihn gebracht, sag ich mal so. Siehst du, so schließen sich die Kreise immer mehr. Ja. Und der hat mich halt damals auf Dark Souls gebracht. Er hat gesagt, komm hier, du machst hier gerade RPGs und sowas. Ich habe ja mit Legend of Dragoon angefangen. Eines meiner Lieblingsspiele von damals. Und dann meinte er so, spiel mal Dark Souls, die Leute finden das lustig. Und so, und deswegen, da habe ich halt den ersten Schwung, sag ich mal, der Leute gekriegt. Da kam ich halt schwupps richtig fix auf die 100. Was dann auch ziemlich schnell so auf 300 und sowas sich nachher ausgeweitet hat. Und irgendwann, als Dark Souls zu Ende war, habe ich halt die Lust bekommen, weil mich das so sehr daran erinnert hat, diese ganzen Echtzeitkämpfe an Monster Hunter. Da habe ich mir gedacht, Monster Hunter, da kann ich viel mehr erzählen drüber, weil ich ja da auch mehr Ahnung von habe. Weil Dark Souls war für mich komplett ja blind. Ist aber auch manchmal immer lustig, denn also ich finde sowas eigentlich ganz cool, wenn Leute das immer blind spielen, denn mit denen zu erleben, wie das funktioniert und alles und wenn die dann neue Sachen entdecken. Das ist auch immer ganz geil. Ich will auch an sich zukünftig mal mehr Blind-Projekte machen, aber mir fehlen da echt die Projekte für, beziehungsweise auch die Zeit,
dafür, so viel aufzunehmen, ne? Ich würde auch am liebsten so 5 Projekte am Tag machen, aber wo willst du denn damit hin mit der Zeit? Ja, denn das muss aufgenommen werden. Tag nichts mehr. Ja, das muss aufgenommen werden, das muss gerendert werden. Natürlich hätte ich darauf Lust, ne? Du ja, denke ich mal, genauso. So viel wie möglich zu zocken und auch so viel wie möglich zu zeigen, aber ein Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Ja, und dann kommt noch die Arbeit dazwischen. Genau. Die auch nochmal 18 Stunden einnimmt. Gefühlt. Genau, und ich kenne das ja zu meiner Zeit, wo ich in Hamburg noch einen ziemlich weiten Arbeitsweg hatte. Ich war eine Stunde unterwegs bis zur Arbeit, weil ich mit dem Öffentlichen fahren musste. Und da hattest du manchmal auch mehr als nur eine Stunde, wenn du gerade die Bahn verpasst hast. Ach du Kacke. Und mein Chef war damals halt nämlich so, dass du auch mal ein bisschen Überstunden verlangt hat, natürlich unentgeltlich. Ja, sagst du für nix, sag ich mal. Das hat mich immer so geärgert. Das war so ein richtiger, komischer Typ. Hast für nix eigentlich bist du länger geblieben. Und dann war es auch wirklich so, ne? Um 8 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens aus dem Haus, damit du 8 Uhr da bist. Und erst 17 Uhr oder 18 Uhr zu Hause. Also wirklich, ne? 10 Stunden. Das habe ich ja auch in der Saisonzeit. Im Sommer stehe ich 4 Uhr morgens auf, dass ich 5:30 auf dem Hof bin. Ne, also mit Vorbereitung und Fahrtweg fahre ich eine halbe Stunde. Dann arbeite ich bis 17 oder 18 Uhr und dann bin ich auch erst 19 Uhr zu Hause. Ja. Also ich bin 4 Uhr auf die Beine und dann 19 Uhr erst wieder zu Hause. Das ist genauso scheiße. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist es halt. Wo will man da noch, ne? Hobbytechnisch, wie wir beide das ja hier machen. Wir machen das ja nur als Hobby, falls Leute hier fragen sollten, macht ihr das beruflich? Kriege ich jetzt ja auch schon ein bisschen zu hören. Aber Leute, bei 1000 Abonnenten, die man hat, da könnt ihr mir glauben. Da ist beruflich nicht drin. Nö, wirklich nur hobbymäßig. Ich würde sagen, mein Verdienst, den ich hier dadurch kriege, ne, ich bin ja schon im Netzwerk, ich kann meine Videos monetarisieren und so, mein Verdienst ist gerade mal euer Taschengeld, was ihr vielleicht von den Eltern kriegt. So könnt ihr das vergleichen. Das ist halt, das kann man wenigstens zurücklegen und neues Equipment richtig irgendwann kaufen. Und dafür nutze ich das ja auch. Also so halt praktisch was man von oben bekommt. Ne? Genau. Als würde man irgendwie, keine Ahnung, schwarz arbeiten oder so. So, ich werde auch dieses Jahr, weil mir das schon mehrmals empfohlen wurde, weil es scheint ja doch jetzt langsam bei mir ziemlich bergauf zu gehen. Ich muss das jetzt dieses Jahr sogar noch anmelden bei der Gemeinde. Echt? Oder beim Finanzamt. Ja, wer weiß, wie weit das noch ausschlägt. Und das müsste ich auch erst nachher sagen, weil man darf auf YouTube, wenn man YouTube mit Geld verdient, darf man eigentlich nicht über das Geldliche reden. Deswegen sagte ich ja nur, es ist das Taschengeld mancher Leute, um keinen Preis zu nennen. Aber ich sagte nachher mal, ab welchem Eurowert du das beim Finanzamt anmelden musst, ob wenn du Nebenverdienst ab einem bestimmten Wert hast monatlich, musst du es anmelden. Na gut, das unterschlägst du Steuern und sowas, ne? Ist ja wie in meiner Berufsgruppe, in meiner Firma, wo ich bin, da sind auch so viele Leute, die nicht schwarz arbeiten, aber halt nebenbei arbeiten und die haben das alles als Nebengewerbe angemeldet, um auf Nummer sicher zu gehen, ne? Genau, und das muss ich halt auch machen. Oder, ne, muss ich nicht, aber ich werde es machen. Zur Sicherheit. Genau, weil ich will nicht, dass es dann nachher Probleme gibt, nachher. Oh, cool. Es ist, endlich mal aus dem Rage-Modus raus. Genau, enraged so gesehen. Also nicht enraged, sondern disenraged. Ich hab's aber nicht markiert, sehe ich gerade, aber nicht so schlimm. Nein. Ja, und damit ich halt nicht Gefahr laufe, dort bei dem Übergang Probleme zu kriegen, mache ich es lieber vorher, ne? Ja, sonst kriegst du nachher einen Zettel rein und dann musst du sonst was nachzahlen oder genau, was weiß ich. Genau, dann sagen die mir halt, sind aber schon seit einem Monat, haben sie diesen Betrag schon, ne, sind sie schon am Verdienen und haben sich aber erst nach einem Monat halt gemeldet, ne? Bitte korrigieren Sie das oder bitte eine Abfindung und sowas. Ja, naja, so wie sie sind. Kein Bock drauf, so. Das muss ich halt nicht haben, deswegen. Oh, guck mal, gleich gefunden. Oh, siehst du, auf Anhieb. Deswegen werde ich das auch machen. Hört man die Knaller bei dir eigentlich, die hier dauernd hochgehen? Minimal, man hört so kleines, als wenn dein Stuhl knackt, sage ich mal, so hört sich das eher an. Aber bei mir ist es ja auch im Hintergrund so richtig dröhnen und sowas, aber müssen sich die Leute mit abfinden, ist halt Silvester gerade. Man muss ja auch das Feeling rüberbringen, ne? Genau. So wie wir es halt nachher noch machen werden, 1000 Raketen hochgehen lassen, uns hemmungslos besaufen und irgendwo in der Ecke morgens aufwachen. Genau. Und die habe ich erst gestern schon geschrieben und den Zuschauern werde ich es jetzt hier sagen. Ich finde, Silvester ist wie, als wenn man einen 50-Euro-Schein nimmt und ihn anzündet und dann, hui, yay, frohes Neues. Das ist für mich die Ballerei, also dieses mit dem Knallen draußen. Ja, das ist für mich Silvester. Die haben ja schon vor einer Woche damit angefangen. Du nimmst deine Geldscheine in Form von Sprengstoff und zündest die an.
gerade Bölle, so China-Bölle und so, die bringt es ja überhaupt nicht. Die knallen einfach nur Raketen oder so, kann ich ja alles noch verstehen. Das sieht ja noch ein bisschen nach was aus. Das stimmt, ja gut, das Also das akzeptiere ich noch, aber Bölle, das ist einfach sinnlos. Finde ich. Meine Meinung. Ich finde es auch. Wie gesagt, meine Meinung ist halt ne Geld anzünden. Juhu, 100 Euro brauche ich nicht mehr. Lange Feuer. Das ist für mich so ein Zaubertrick. Kennst du das nicht? Auf den 100-Euro-Schein und dann macht er die Hand auf und er geht in Flammen auf. Und jetzt ist er verschwunden, so nach dem Motto. Aber ich kriege ihn leider nicht mehr zurück. Genau. Der ist jetzt für ewig verschwunden in der komischen Spiegelwelt. Da, keine Ahnung. Ich kenne die Zauberertricks nicht. So, da hat es gerade bei mir gerumst. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Nö. Aber wahrscheinlich, weil es bei mir auch gerade geknallt hat in dem Moment. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, sie werden ausrasten jetzt, das Vieh. Oh. Aber ich meine, ich muss sagen, er sieht ja in seinem Rage-Modus extrem geil aus, ne? Mit den Hörnern und alles. Ja, auf jeden Fall. Also da ich haben sie auch echt cool, dass wenn man jetzt, ich will jetzt hier nicht spoilern, für die es nicht kennen, aber wenn du mal so guckst, es schimmert doch so langsam was Weißes durch. Das finde ich extrem cool, dass man schon langsam so, ne, storytechnisch. Ja, dass man da schon was erfährt. Dass man jetzt schon so langsam merkt, okay, der scheint wohl weiße Schuppenwirklichkeit zu haben. So mehr sage ich dazu jetzt nicht. Das passiert, wenn man sich immer im Schlamm suhlt, ne? Genau, und da ist schon... Ist halt krass, dass es eigentlich nur verdorben ist aktuell, ne? Ja. Das Vieh. So, jetzt sieht man halt, ne? Deswegen hier, Leute, als ich gerade, das habe ich nämlich vergessen zu erwähnen, den Schnitt bis hierhin gesetzt habe, habe ich mir 10 Nullbären eingepackt und sieht man noch warum. Zur Sicherheit. Genau, mit Nullbären könnt ihr nämlich hier, wie ihr seht, diese Rage-Effekte, diesen Virus, zurücksetzen. Ihr könnt ihn zwar nicht verschwinden lassen, das geht nur, wenn ihr auf Gormagala oder auf ein jeweiliges Monster, was euch infiziert hat, draufkloppt. Aber ihr könnt halt den Prozess verlangsamen, sagen wir es mal so. Aber es ist richtig mies gemacht, dass wenn du wirklich in dem Virusmodus bist, dass du dann instant Schaden nimmst, also dass du keinen roten Balken mehr hast. Das ist schon verdammt heftig. Naja, es ist ja sowohl positiv als auch negativ, ne? Wenn du es schaffst, den Virus zu überwinden, ja, ich wollte gerade sagen, bist du ja stärker und bist auch erstmal immun dagegen, aber wenn du es nicht schaffst, wenn du dem Virus erliegst, dann ist es richtig blöd, weil da macht jede Virusattacke, jeder dieser komische Bereisschaden, den er da macht, der macht dir richtig Aua. Der tut richtig weh dann. Ich hätte eigentlich schärfen können, ist mir gerade aufgefallen. So, jetzt haben wir es wieder überstanden, den Virus. Wir haben jetzt wieder die Verstärkung. Das dauert doch länger, als ich dachte. Weil ich habe schon eine Entladung rausgehauen vorhin. Ja, ja, aber er ist nicht umsonst das Flagship-Monster, ne? Da muss man ja auch ein bisschen was erwarten. Richtig. Aber gerade habe ich einen guten... Bin ich gerade gut positioniert. Guck, es trifft mich nämlich nicht. Es lässt mich gerade ziemlich oft ziemlich viel freie Hand. Und um mal auf dein Thema zu kommen, wo du sagtest, dass du ja durch Dark Souls auf einmal einen Haufen Abonnenten mehr hattest. Ja, es ist, da kam der Sprung, sag ich mal. Da war es bemerkbar. Das hatte ich ja bei Tales of Systeria, wo ich das angefangen habe. Aber das ist wiederum, ist mir auch mehrmals aufgefallen, was nicht schlecht ist, das sind immer diese ganzen AAA-Titel. Das ist ja relativ neu. Auch Tales of an sich ist ja auch gerade bekannt. Da gucken die Leute echt viel rein. Das, wie gesagt, dadurch, dass ich dann mit Monster Hunter angefangen habe, war ich ja leider auch einer von denen. Ich verabscheue das eigentlich meist, immer so AAA-Titel zu zocken. aber ich bin automatisch einer zu denen geworden, weil ich ja dann mit Monster Hunter Try angefangen habe, alle aktuellen Monster Hunter-Teile zu spielen. Ja. So, und damit kommen die Leute natürlich irgendwann auf deinen Kanal, weil sie einfach wissen wollen, wie ist das Spiel? Genau. Und viele Let's Player, die bekannt sind, machen halt nur täglich Parts und die ganzen kleinen, das habe ich auch schon oft gesehen, habe es aber selber nie so gemacht, hauen einfach, was weiß ich, 3 Videos am Tag von demselben Projekt raus. Ja, dafür ist das natürlich sehr vorteilhaft. Genau, wollte ich auch erst machen, aber sich selbst dadurch halt so ein bisschen zu pushen, ja, finde ich, kann man so machen, aber das Problem ist einfach selbst, was wir gerade schon hatten, wegen Arbeit und so, ne, du hast einfach nicht mehr die Zeit dann noch, was aufzunehmen, weil du hängst dann wirklich nur diesem einen Projekt hinterher. Und wenn das vorbei ist, ja, was dann? Das ist ein gewaltiger Zeitaufwand, ja. Genau. Da ist es entweder so, dass die meisten wirklich Schüler sind und das in den Ferien machen können. Also habe ich ja auch viele, von denen ich immer so geguckt habe, wo ich gesehen habe, die haben schon unendlich viel hochgeladen. Es waren dann am Ende Schüler, die waren 14, 15. Ja. Ne, in den Ferien haben sie natürlich Zeit ohne Ende. Setzen sich in ihr Zimmer, sagen, Mutti, stör mich nicht, und dann nehmen sie auf ohne Ende. Das war schlecht gerade von mir.
Ich habe den Abstand fehl eingeschätzt. Ich dachte, ich treffe den Kopf und dann macht's plötzlich Rums. Schon habe ich eine Beule. Nee, aber das sehe ich halt genauso, ne? Dabei ist aber auch schwierig, muss ich sagen, falls Leuten das mal interessiert hat, so, ne? Gibt vielleicht auch einige Zuschauer bei meinem Kreis, die selber auch Let's Plays machen, aber ich finde, gerade in diesem jüngeren Alter ist es ungemein schwer, weil man es noch nicht so, sag ich mal, gelernt hat. Man findet ja sowas wie Lesen und Sprechen doof in der Schule, ne? Man möchte ja, wenn man drankommt, der Lehrer sagt, jetzt hier, du liest mal deins vor, dann liest man alles so halbherzig vor und das merkt man aber auch bei vielen. Wenn viele so storyrelevante Spiele spielen und das sind so 13-, 14-Jährige, die lesen meist eintönig vor. Ja, so gelangweilt regelrecht. Genau, und das macht das Projekt an sich uninteressant für mich, sage ich mal. Ich mag es, wenn Projekte oder wenn an sich Spiele schön dargestellt werden, ne? Deswegen hier Monster Hunter bietet sich auch gerade hier bei diesem Teil so gut an, die Textbox noch ordentlich vorzulesen, weil es einfach gerade jetzt Story auch hat. Das hat ja Story bekommen. Ja, wie man auch, wie auch alles so schwarz-weiß wird, ne, so ein bisschen. Dieser Filter hier, wie man sieht. Ich weiß gar nicht, hat sich die Melodie auch geändert? Nee. Nee, weil ich höre ja nichts, ich sehe ja nur. Ja. Ja, ist so der Nachteil der Bildschirmübertragung, ne? Ja, na gut, aber ist ja nicht so schlimm. Ich weiß ja in etwa, wie die Melodie Musik sein kann. Ist eigentlich die meiste Zeit gleich. Schaffe ich es noch hier schnell, bevor ich... Boah, war aber knapp. Die wäre fast ausgebrochen. Und ich habe zwar durch Tales nicht so viele Abonnenten bekommen, aber immerhin einen Sprung von 8 auf 20 dann nachher gehabt, ne? Also. Genau. Wie gesagt, gerade bei dir finde ich das halt gut, auch wenn du jetzt sogar mal einen kleinen Heimvorteil hast. Ne? Haha, sowohl als auch. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber es stimmt irgendwie beides. Heimvorteil wollte ich eigentlich in dem Sinne sagen, dass du ja ein Kumpel von einer alten Freundin von mir bist, beziehungsweise der Freund. Du bist ja der feste Freund einer alten Freundin. So. Ja. Aber ich finde trotzdem, ne, davon abgesehen, ich habe auch genügend Freunde, die an sich für dieses Thema Let's Play interessieren, noch gute Freunde sind von mir, aber denen sage ich auch, nee, lass das mal lieber. Aber bei dir, da will ich halt wirklich auch helfen, dass du da mehr machen kannst, weil ich finde halt, gerade stimmlich, womit man ja hier arbeiten muss beim Let's Play, hast du echt ziemlich viel Potenzial und da kann man echt viel draus machen. Jetzt müsstest du so einen erröteten Smiley einblenden. Ja, das ist immer das Problem, wenn ich dran denke. Weil, ich meine, ich persönlich, wo ich aufgenommen habe, das erste Mal, wenn man seine Stimme halt fremd hört, ne? Ja, das kenne ich. Das ist so ein, denke ich immer, oh, wie können die Leute die ganze Zeit meine Stimme hören? Ich würde sterben. Das ist aber, weil man sich die selber anders hört, ne? Wie war das nochmal? Man isoliert ja durch die Ohren seine eigene Stimme so ein bisschen. Man hört die Körperstimme. Selber. Genau, man hört ja nicht den Schall nach außen hin, sondern von innen mehr, praktisch. Und so ging es mir auch am Anfang und ich war, das kennen ja Leute vielleicht auch, die können auch mal nachgucken, dann nochmal mehr ist im Projekt. Man kann ja Videos bei Kanälen jetzt auch nach Datum ordnen. ich war ultra nervös in Legend of Dragoon bei den ersten Folgen. Ich wollte ja auch so richtig schön stimmlich vorlesen, habe mich aber nicht getraut, weil ich das halt so ein bisschen peinlich und sowas fand. Ich war... ist nicht gewohnt. Ich war damals sehr, sehr schüchtern vor dieser ganzen Let's Play-Sache. Kann man gar nicht glauben jetzt, ne? Irgendwie. Nee, also so ich war viel wirklich zurückhaltend. Ja, ich war immer zurückhaltend, schüchtern. Bei Freunden habe ich natürlich immer so geredet. Also bei gewohnten Umgebungen war ich immer so, wie ich jetzt bin. Aber so in der Öffentlichkeit, so Schule und so, das ärgert mich auch heute noch, ne? Dass ich dann, ich war genauso drauf. So vorlesen, habe ich auch mal alles so eintönig vorgelesen. Heute ärgert man sich und denkt sich so, man hätte so viel. Den Unterricht an sich selber, als einzelner Schüler hat man den Unterricht so interessant gestalten können, gerade Deutsch, wenn du einfach ultra cool vorgelesen hättest, so richtig mit Betonung und so. Ja, genau, das war ja auch das, was die damals immer bei den Gedichten wollten und so, dass wenn irgendwie eine spannende Stelle kommt, dass man richtig mit Kraft denn da so... Richtig, und das aber als Kind, beziehungsweise Jugendlicher, sage ich mal, weil Kind war man ja zu der Zeit nicht mehr wirklich, eher jugendlich, da hast du dir gedacht, boah, ist das peinlich, das ist total blöd, auch singen beispielsweise, Musikunterricht, ne? Ich war so damals, eitel sagt man nicht dazu, ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Auf jeden Fall, dadurch, dass man im Stimmenbruch ja kommt, ab einem bestimmten Alter, wollte ich nicht singen, weil ich mir dachte, dass die Stimme bricht die ganze Zeit ab, das war mir unangenehm, so, weißt du? Ich wollte nicht mit dieser Stimme was singen und habe immer Sechsen damit
absichtlich kassiert, ne? Weil die hat immer gesagt, die Lehrerin, ja, ihr müsst singen und so. Und sie beachtet das natürlich, dass die Stimme abbrechen kann. Das bewertet sie nicht mit. Weil wir sind halt Jungs, wir können nichts dafür, dass wir in den Stimmbruch kommen. Aber ich habe abgelehnt. Mir war das zu unangenehm. Hatte ich auch immer. Ich war immer, ich habe mich zwar vorne hingestellt, aber irgendwie habe ich dann am Ende gesagt, ach nee, lieber doch nicht. Ja, aber wenn man es heute so sieht, ne? Bei meinen ganzen Musikvideos, die ich mache, da bricht die Stimme auch ab und zu ab. Ist mir aber egal. So, ja, das ist halt geht um die Unterhaltung. Genau, es ist so heute, weiß nicht, heute ist mir vieles an mir persönlich nichts mehr peinlich. Man entwickelt ja auch eine ganz andere Ansicht am Ende. Genau, und das sind so Sachen, die mich halt heutzutage ärgern, so. Wo ich mir denke, ich hätte es damals schon machen können. Aber man ist einfach zu, ja doch, ich sag jetzt mal, man ist wirklich noch zu eitel in einem bestimmten Alter. Man möchte sich halt nicht zum Affen machen, ne? Man möchte cool sein. Ja, das ist so, als hätte man so eine kleine Bremse im Kopf, die sagt, nee, genau, das kann ich nicht machen. Oh, Hauptziel erfüllt. Das ging auf einmal fix. Das war komisch, ne? Habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Er sprintet da total rum und auf einmal, läuft doch. Ja, aber wenigstens liegt er da mit seinen Hörnern. Ist ja verdammt geil. Oder? Doch, liegt da. Ich find's eigentlich brutal. Doch, hier, guck, da hat er die Hörner. Ich find's eigentlich brutal, wir nehmen's jetzt ja aus, ne? Wenn man die Story kennt, was später noch passiert. Lass mal eine schöne Kralle mitnehmen. Oh Mann. Überleg mal, du stellst dir das, oder das wird so realistisch vorgestellt werden, wie du da alles rausreißt, was du da hast. Hm. Ich hab das schon bei den Leuten, also bei den Zuschauern ja auch schon erklärt. Es gibt auch so Quests, wo du Kelbi-Hörner zusammen musst. Das ist genauso brutal. Die Kelbis sterben jetzt ja gar nicht mehr in dem Spiel. Die sind ja nur ohnmächtig. Die sind betäubt und du genau, nimmst sie aus. Ja, genau, und du nimmst ja manchmal weiße Leber raus oder was weiß ich, rohes Fleisch und so. Und dann steht das Kelbi auf und springt so weg, so lalala. Warmes Fell. Genau, ja. Und dann ist so nacktes Kelbi. Ich stelle mir das mal vor. So aus Muskelfleisch, was er weiterhüpft. Hä? Warum? Da liegt es drei Schritte später. Deswegen verschwinden die bestimmt auch. Das sind die Geister, die wieder aufstehen. Genau. Es soll nicht so brutal wirken, so. Haben wir hier Fühler gekriegt? Ich glaube nicht. Nee, Flügel. Nee. Aber ich glaube, für die Fühler musst du richtig die... Ach nee, Hörner brechen, oder? Ja, doch. Ich glaube schon. Ja, den Kopf mehrmals angreifen. Habe ich jetzt genau nicht gemacht. Nee, weil dann hätte ich mir die Insektenglewe, glaube ich, schon machen können. Ach so. Ja, na gut, aber beim ersten Mal denkt man ja immer eher, oh, Hauptsache erstmal besiegen, ne? Beim zweiten Mal ist man nachher so drin, da sagt man sich, ja gut, dann kann man langsam. Genau, schwarz gekleidet. So wie ich. Echt, ich bin kariert gerade. Nee, ich hab wirklich schwarz an. Ja, ich meine Dunkelkopf. Deswegen, ich hab kariert an, dunkelblau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Hat man vielleicht noch nicht gemerkt, weil all meine Avatar-Hintergründe immer blau sind. Ich hätte jetzt gedacht, deine Lieblingsfarbe ist blond. Genau. Blond ist jetzt eingetragene Farbe. So. Oh, hier, guck mal, hier freuen sie sich alle. Er hat's geschafft. Aber ich glaube, das Ganze, ich weiß nicht, wenn jetzt instant eine Textbox kommt, dann muss ich noch schnell vorlesen, aber wenn man jetzt die Wahl hat, Leute anzusprechen, dann würde ich es lassen. Machst du es im nächsten Part, ne? Weil genau. Der Part geht ja dann doch ganz schön lange. Genau. Aber es ist immer der Neujahrspart. Und hier fürs neue Jahr ein extra langer Part. Genau. Nur für euch. Oh, wie die sich alle freuen. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Danke. Tja, guck mal, da jubeln sie und freuen sich. Ja, du hast den Gormagala besiegt. Du bist voll Knorke. Ja. Mein Freund. Aber ist komisch, ne? Es sind Jägerasse und schaffen es nicht. Schaffen es zu viert nicht. Ich glaube, es sind ja vier Stück, ne? Ein ja. Lancer, einer mit Doppelklingen. Der Typ, der immer seine Waffen wechselt, der vorne eine Insektenglewe hatte zum Schluss. Und die Bogenschützin. Oder an sich Schützin, die hat ja auch manchmal Gewehr. Die schaffen zu viert nicht, einen Gormagala zu besiegen, den ich jetzt alleine gemacht habe. Ja, und man selbst muss das alleine machen und dann automatisch. Du bist auch lebendig zurückgekehrt, juhu. Du bist mein Mitjäger. Siehst du, Guildmeister, er ist der einzig Wahre. Mit Donnerwetter, ich kann nicht glauben, dass du es tatsächlich geschafft hast. Ich danke dir, Jäger, aus tiefstem meines wohl zerrüttetem Herzens. Ich schwöre, dass ich einen Weg finden werde, mich zu revanchieren. Naja, Ende gut, alles gut. Haha. Dann können wir uns ja später also wieder unserer Hauptaufgabe widmen, die Welt entdecken. Bis dann, Guildmeister. Mach's gut, Kommandant. Hör nicht so schnell, wir müssen noch unseren neuen Helden verabschieden. Hehe. Herr Skribent, passen Sie auf sich auf. Wieso nennt er mich eigentlich so? Alle, ich bin Kritzel, ich bin Mitjäger, ich bin Skribent.
Die können sich einfach deinen Namen nicht merken. Ja, genau. Vielleicht spreche ich einfach gar nicht mit denen. Kann ja auch sein. Ein stummer Jäger. Du auch, lieber Jäger. Achso, Skribent meinte den Gildenmeister, glaube ich. Ah. Oder den Karawanenführer, ich bin mir nicht sicher. Ja, also dann, wir müssen noch ein Luftschiff zusammenbasteln. Harf, wir kommen. Mal wieder. Aber lass uns erst bei der Karawane anhalten und etwas verschnaufen. Wir hatten eine aufregende Zeit. Bist du bereit, Mitjäger? Gut, er geht einfach. Bist du bereit? Okay. Pfum. Hä? Warum? Okay. So, jetzt können wir aber wieder, genau. Gut. Die kennen einfach nichts. Du bist einfach immer so hier, nur so, du kommst jetzt mit. Genau, ich bin der Stille. Wie Link damals in Zelda-Teilen. Du kannst nie was sagen, du bist einfach irgendwo mit reingerissen. Genau. So gut. Total mies. Zum Abschluss können wir jetzt ja noch sagen, dass war es erstmal mit dieser Folge. Ich werde natürlich, wie schon erwähnt, deinen Kanal und so in der Videobeschreibung mit reinschreiben, ne, verlinken. Juhu! Und ihr könnt euch auch zukünftig freuen. Wir haben da schon einiges so, sagen wir mal, Brainstorming gehabt, der Saikuchu und ich. Wir werden vielleicht noch andere Projekte gemeinsam machen. Falls es ja geldtechnisch funktioniert, alles so wie soll. Genau, das kriegen wir noch hin. Ansonsten werden wir mal gucken, dass wir Sachen, die du vielleicht gerne so mal präsentieren willst auf dem 3DS. Ne, weil bei dir mangelt es ja an dieser Capture Card. Also ich ja verstehen kann, war ja bei mir auch nicht anders. Können wir mal gucken, dass wir vielleicht dann zusammen das machen können. Wäre auch eine Möglichkeit, so als Team-Vorstellung. Genau. Dann, oder ich, du bist ja hier so in der Nähe, ne? Komm dann einfach mal vorbei und kann dir das Ding auch einfach mal so für einen Aufnahmetag geben und ich setze mich, was weiß ich, ins Wohnzimmer und schlürf irgendwas. Ich habe alles da. Genau. Damit habe ich also kein Problem. Wie gesagt, ich möchte eh gerne Leuten helfen. Shadow und Sky aus meinem Freundeskreis werde ich auch noch hier irgendwo unterbringen. Die müssen sich bloß ein Projekt mal aussuchen. So, die Sky will ja beim Professor Layton mal dabei sein, aber mal schauen, wann und wie und wo. Ich bin auch schon gespannt. Gut, dann. Bei dir haben ja dann die Leute immer das letzte Wort, die Gäste, ne? Ja. Kannst du hier gerne auch haben. Ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann bin ich aber wieder alleine, glaube ich, in der Folge. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Alles klar, dann verabschiede ich mich. Ihr könnt ja bei mir vorbeischauen, wenn ihr wollt, Saikuchu. Und lasst einen dicken, fetten Daumen nach oben da für den guten Mattox. Ich bedanke mich vielmals, dass ich dabei sein durfte. Und ein frohes Jahr 2016. Ciao.